Hi Leute, Montagabend, zurück in Berlin. Ostern ist leider vorbei. Morgen geht's weiter. Bis dann. Ciao. Heute ist Montag, zweite Woche Verwaltungsakademie. Der erste Tag ist schon wieder rum. Wir hatten heute wieder allgemeines Verwaltungsrecht und in der zweiten Hälfte EU-Recht. Eine Veranstaltung in meinen Augen, die, wie soll ich es ausdrücken, ziemlich unnötig war. Wir sitzen hier, die meisten haben mit Verwaltung und den Rechtsfragen noch nicht allzu viel zu tun gehabt und kriegen dann ein weiteres Rechtsgebiet, kann man schon fast sagen, obendrauf, was wieder andere Regelungen enthält und zum Teil auch anders strukturiert ist. Man hätte sich das alles sparen können, in meinen Augen, und hätte das auf die wesentlichen Punkte reduzieren können. Wie ist die Europäische Union aufgebaut? Was hat das gegebenenfalls für eine Bedeutung für uns und gut ist? Aber jetzt hier die Anwendungsfälle des EU-Rechts bis ins Detail mit den verschiedenen Vorgaben durchzuspielen, war in meinen Augen vielleicht ein bisschen too much. Insbesondere jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht am Ende wäre das vielleicht okay gewesen, wenn man schon etwas mehr Einblick in diese ganze Verwaltungsverfahrensthematik und Rechtsthematik gehabt hätte. Also man hört vielleicht ein bisschen raus. Wir waren heute alle ziemlich geflasht von dem Thema und hat uns doch nicht ganz so zufrieden zurückgelassen, wie wir das vielleicht gedacht haben. Wir dachten, okay, EU-Recht ist ein bisschen Auflockerung, war eher der andere Weg, hat doch ein wenig zur allgemeinen Verwirrung beigetragen, leider Gottes. Also lag auch nicht an der Dozentin, letzten Endes ist es ja irgendwie vorgegeben im Lehrplan, was da enthalten sein soll. Daher kann man ihr jetzt da gar keinen so großen Vorwurf machen, sie hat das auch gut gemacht, aber die Inhalte, die flashen einen einfach total in der jetzigen Situation, wo man im Grunde genommen gerade erst gestartet hat mit diesem ganzen Verwaltungslehrgang und dann kriegt man da so einen Sonderfall, dass das EU-Recht, das nationale Recht, ich sag mal, sticht und dann gibt es da auch wieder verschiedene Anwendungsfälle und verschiedene Situationen und Verordnungen, die dann Gesetze sind, die heißen nämlich Gesetze, warum auch immer. Bei uns Verordnung ist was anderes als im EU-Recht, das ist ein ganz anderer Gesetzescharakter. Ah ja, wie auch immer, auf jeden Fall, war jetzt ein bisschen viel, muss ich sagen. Und vielleicht vom Zeitpunkt nicht optimal gewählt. Ansonsten, wie gesagt, für den Feuerwehrmann ist es jetzt nicht so das Einfachste, sich in diese ganze Verwaltungsthematik reinzuarbeiten. Man merkt es doch, je weiter man in die Thematik einsteigt, wird es komplizierter, wird es schwerer. Und das ist natürlich jetzt nicht so unbedingt, dass man sagen kann, dieses Ganze läuft wie im Fluss und es ist alles ganz einfach und es ist alles total easy. Von daher, leider Gottes, ein bisschen zäh heute gewesen, so der Start in die Woche. Aber im Grunde genommen kann es ja nur besser werden. Morgen haben wir, ich glaube, Rettungsdienstrecht etc. oder Feuerschutz. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall vielleicht oder aus meiner Sicht vielleicht das etwas praxisbezogenere Thema. Ich will es zumindest hoffen. Wir werden sehen. Bis dann. Ciao. Ja, moin zusammen. Wir sind jetzt auf dem Weg wieder zur VAK in Berlin. Heute haben wir Rettungsdienstrecht. Das wird hoffentlich um einiges interessanter, als es die letzten Tage der Fall gewesen ist. Da haben wir doch alle ein wenig kämpfen müssen mit den Inhalten. Speziell weil das Europarecht, was wir jetzt zuletzt hatten, doch, wie soll man sagen, ein wenig trocken und zu viel war. Ja. Jetzt Rettungsdienstrecht, wir freuen uns drauf, weil es dann noch ein wenig Bezug zu unserem normalen Job hat. Und wir werden sehen. Bis dann. Ciao. Hi Leute. Heute hatten wir tatsächlich eine Veranstaltung, die nicht prüfungsrelevant ist. Und das hat dazu geführt, dass alle relativ entspannt dem Thema folgen konnten. Es ging heute den ganzen Tag, bei uns in der Gruppe zumindest, den ganzen Tag um Rettungsdienstrecht. Das war natürlich für die meisten was zum Anfassen. Man ist ein wenig in dem Thema drin und sieht den Bezug zur Feuerwehr, zum Rettungsdienst. Das hat im Gesamten dazu geführt, dass die Veranstaltung sehr angenehm war. Die Leute,
dem folgen konnten, was Inhalt war. Und ganz wesentlich, ja, wir hatten jetzt weniger das Paragraphenreiten war heute weniger das Thema, sondern es ging tatsächlich um aktuelle Problemstellungen, Notfallsanitätergesetz zum Beispiel, Dokumentation, Haftungssachen und so weiter, was viele von uns interessiert und natürlich auch aus der Praxis ist. War somit ein relativ angenehmer Tag, sehr entspannt. Man braucht nicht so viel mitpinnen, wie das sonst der Fall war. Wie gesagt, es ist nicht prüfungsrelevant und man konnte sich ganz aufs Thema konzentrieren. Das hat man auch in der Stimmung im Kurs gemerkt. Daher war das heute ein sehr guter Tag. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir gehen jetzt gleich noch was essen. Heute zum Griechen, wobei ich mir überlegt habe, irgendwie muss ich mal was mitbringen, ich muss mir was überlegen. Ich habe jetzt eine kleine Kühltruhe hier, das heißt, ich will mir irgendwo mal ein Brot und Schinken, Käse, Salami, was auch immer mal nach hier holen. Vielleicht von zu Hause noch einen Teller mitbringen, das ist alles ein bisschen blöd im Hotel. Trotzdem, ich kann nicht jeden Tag essen gehen, das ist natürlich ohne Verpflegung an der Unterkunft, das ist alles ein bisschen schwierig. Das findet schon mittags statt, an der VHK gibt es keine Verpflegung, da gibt es keine Kantine oder sonst was. Das heißt, da muss man sich schon irgendwie was kaufen gehen. Und ja, abends dasselbe Problem. Ja. Von daher steht auf jeden Fall an, irgendwas muss da organisiert werden. Wie auch immer, das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Zusammen. Tja, wie ihr vielleicht seht, Licht ist an. Es ist mittlerweile schon dunkel draußen. Mein Fazit kommt heute etwas spät. Ich habe direkt nach dem Unterricht mich hingesetzt, ein bisschen Wiederholung gemacht und habe mir so ein paar Sachen noch mal reingezogen. Wir hatten heute angefangen mit einem Thema, was wir wohl relativ häufig haben: Personalmanagement, Feuerwehrorganisation, Führung und so weiter, bla bla bla. Hat jetzt erstmal mit Organisationsstruktur und Feuerwehren angefangen. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Ist auch auf jeden Fall prüfungsrelevant. War heute erst, wie gesagt, der Einstieg. Da haben wir noch relativ viel Unterricht drin. Und nach der Pause hatten wir dann die einzigen 4 Stunden Katastrophenschutzrecht. In dem Fall für mich natürlich beruflich bedingt, was ich vorher schon hatte, mein Thema, so ein wenig. Also da kann ich mich ganz gut drin aus. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass jetzt das Beispiel Berlin in diesem Fall vielleicht nicht das Optimale ist, weil es doch in meinen Augen schon einen Sonderfall darstellt. Die meisten, zumindest Flächenländer, haben den Katastrophenschutz dann zumindest ein wenig anders organisiert. Grundsätzlich natürlich ist dasselbe, also ich sag mal die Verbindung Bund, Land, Kommune etc. Wobei wir jetzt in Berlin natürlich Kommune gleich Land ist, mehr oder weniger. Also wir spielen da direkt auf Ministerien bzw. Senatsebene, was man natürlich jetzt im Land ist wie NRW oder ich denke mal Niedersachsen etc. Flächenland, da ist das schon ein bisschen anders organisiert. Da hat man die Kommune als ausführendes Organ und die Entscheidungen werden im Wesentlichen zur Katastrophenabwehr werden natürlich dann dort getroffen. Trotzdem, wie gesagt, war mein Thema, war für mich daher doch interessant. Hab mich danach hingesetzt, ein paar Sachen wiederholt. 1,5 Stündchen, 2 Stündchen, weiß gar nicht, keine Ahnung. Und ja, dann sind wir essen gegangen. Waren hier direkt ums Eck, ganz lecker. Pulled Pork, super geil als Burger, war sehr lecker. Ja, deshalb ist es jetzt mittlerweile auch schon wieder, ich glaube, 9 Uhr, 9:30, ich weiß nicht genau. Und ich komme erst jetzt dazu, noch mal ein bisschen was vom Tag zu erzählen. Ja, was für mich natürlich wieder ganz besonders freut, morgen ist Freitag. Das heißt, wir haben morgen bis mittags, dann geht es schon wieder ab nach Hause zur Family. Da freue ich mich natürlich wieder ganz doll drauf. Ja, und dann ab nächster Woche ist es dann doch tatsächlich mal so, dass wir eine ganze Woche Unterricht haben. Und kein Feiertag oder sonst was irgendwie da reinspielt, sodass wir da tatsächlich eine 5-Tages-Woche haben. Aber auch das, denke ich mal, werden wir schon schaffen. Ja, wir haben zwar immer noch nicht alle Fächer gehabt, die wir in diesem Verlauf haben werden. Trotzdem hat man mittlerweile das Gefühl, man kommt so ein bisschen an in dem Thema.
grundsätzlich, was Verwaltung anbelangt und Gesetzgebung und so weiter und so fort. Es ist nicht mehr alles neu, was man jetzt hört, wie jetzt Anfang letzter Woche, sodass es jetzt so ein bisschen fluffiger von der Hand geht. Und ja, wie gesagt, man hat sich ein bisschen mit dem Thema arrangieren können. Für die meisten ist das ja alles neu. Sei es jetzt die Referendare, die in der Regel von der Uni kommen oder vielleicht in zwei, drei Jahren schon mal selbstständig oder irgendwo gearbeitet haben. Aber auch für die Aufsteiger, da gibt es ganz wenige, die jetzt tatsächlich sich mit Rechtsfragen und sonst was beschäftigt haben. Sodass es doch für die meisten hier Neuland ist, wo wir uns begeben. Aber trotzdem, mittlerweile, wie gesagt, wir kommen rein, es läuft. Von daher, alles gut. Bis dahin, ciao. Freitag, letzter Tag der Woche. Ich bin in Berlin direkt losgedüst, daher kriegt ihr die Infos jetzt von hier zu Hause. Es war jetzt heute nur noch ein Blog Personalmanagement, da ging es um insbesondere Stellenplanung und Bedarfsplanung etc. bei Feuerwehren. Das war ganz interessant, muss ich sagen. Ist noch bei weitem nicht abgeschlossen. War erstmal nur eine Einleitung. Ich bin ziemlich geschafft. Ich bin direkt danach, habe ich mich in die Karre gesetzt, bin nach Hause gedüst. Meine Frau ist jetzt schon in der Falle. Deshalb, wie gesagt, jetzt hier von zu Hause noch kurz das letzte Update. Und das war heute jetzt nicht unbedingt der optimale Tag, muss ich sagen. Ich kam zu meinem Auto. Es ist gerade mal 3,5-4 Wochen alt, da ich das Auto habe, und ja, hat mir einer wunderbar schön mit dem Schlüssel vorne Kotflügel zerkratzt. Naja, meine ersten Eindrücke so von Berlin, 2 Wochen, zweimal angepöbelt worden abends und Auto zerkratzt, läuft, kann man sagen. Naja, kein Berliner nichts für. Ja, ich bin ziemlich geschafft. Die Fahrt war doch recht anstrengend um Hannover rum, war ziemlich viel Stau, das war jetzt nicht so schön. Und habe dann doch fast 7,5 Stunden gebraucht, normalerweise so 6,15, 6,30, und ja, ich bin ziemlich geschafft. Wie gesagt, meine Frau ist schon im Bett, ich werde jetzt gleich auch in die Falle gehen. Das war's von dieser Woche, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön fürs Zusehen, bis dann, ciao.